Wie durstig bist du? In der Bibel steht, wer da durstig ist, der soll kommen und das Wasser des ewigen Lebens umsonst trinken. Ich habe hier eine Trinkflasche, ist fast leer. Wie viel hast du noch in deiner Flasche? Ich möchte dich ermutigen, wenn du hungrig bist nach mehr, dann sag einfach, komm, Heiliger Geist, komm und gib mir das Wasser des ewigen Lebens. Es ist kostenlos. Ich mache das zum Beispiel in der Situation, wenn ich wütend bin oder das Gefühl habe, ich habe einfach ein Loch oder ich habe zu wenig, dann sage ich einfach, Heiliger Geist, komm, füll mich auf. Ich brauche dich genau jetzt. Um dir ein Beispiel zu machen, ich war mal so leer. Ich hatte einfach keine Liebe mehr. Ich war so traurig. Ich weiß nicht mehr, wann ich so leer und traurig war. Ich konnte nicht mehr lachen und ich lache eigentlich immer, sogar wenn ich traurig bin. Aber da war es echt hart. Und dann habe ich auch gesagt, Papa, füll mich auf. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe einfach gewartet und ich saß im Auto. Das ist auch so 4 Jahre her. Es ist, als wäre es gestern. Und ich saß da und ich habe gespürt, ich habe gesagt, Papa, füll mich auf mit neuer Liebe, füll mich auf mit Hoffnung, füll mich auf mit Kraft. Und es ging etwa so 3, 4, 5 Minuten und ich habe dann plötzlich gespürt, ich bin voll. Und dann plötzlich habe ich gespürt, ich überfließe. Und das war so krass. Plötzlich konnte ich wieder lachen und ich habe gespürt, wie einfach diese Leere hier in mir aufgefüllt wurde. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du leer bist, dann geh zum Papa und lass dich auffüllen. Das Trinken ist bei Gott echt kostenlos. Du musst nichts bezahlen. Es ist schon bezahlt. Trink so viel du kannst und so oft du kannst, denn die Quelle des Lebens ist er.